Ich habe zwar fertig studiert in Amerika, bevor ich gekommen bin, aber ich habe die Open-Schule gemacht in der Universität in Wien. Und ich komme aus dem Wilden Westen, wirklich. Meine echte Heimat ist Montana. Und meine Leute sind schon 5 Generationen dort. Und ich bin auf dem Ranch von meinem Großvater groß geworden. Mein Vater hat es gehabt, mein Bruder hat es jetzt. Und Musik war immer ein Teil von unserem Leben, aber es gibt keine Open-Häuser drüben. Kürbisgerichte von drüben, das ist eine alte Tradition. Das ist auch zum Teil verbunden mit den Indianern. Aber so ein Kürbisbrot, das ähnlich ist wie Lebkuchen zum Beispiel. Oder ja, einfach die Fleischgerichte, die man so am Meatloaf, so ein Fleisch gebraten, ich weiß nicht, frisiertes Braten oder sowas. Mit den Zutaten von drüben. Und die Rezepte, die dann auch so ein Kürbiskuchen. Das ist auch etwas, das kommt am Ende November bei uns. Das ist in einem Mürbeteig, aber die Füllung ist süß und aber mit Kürbis. Und mit Schlagobers wird das serviert. Solche Sachen. Das war immer lustig und es ist sehr gut hier eigentlich angenommen. Das ist eigentlich der Lieblingskuchen von meiner Frau, ist dieser Kürbiskuchen geworden, ja. Ich glaube auch, dass ich Glück hatte, dass die Besetzung in Österreich nach dem Krieg, dass die Amerikaner, die da waren, zu den Leuten freundlich waren. Aber das Beste mit Erzherzog Johann, ich habe nur, als ich in Meran war, der ist ja unten begraben, weil das ist so lustig, weil ich habe in Meran sehr gerne, ich war sehr oft in Meran und der Leiter von dieser Open Studio unten hat gesagt, irgendein Habsburger ist begraben in Schene, in diesem Schloss oben. Er glaubt, es ist irgendein Kaiser gewesen. Und ich gehe da hinauf und das ist der Erzherzog Johann. Das war so peinlich. Aber was ich toll gefunden habe, ist, dass er das Schloss gekauft hat, dass seine Frau mit Adelstitel begraben sein dürfte. Sie ist die Gräfin von Meran. Die Sachen von der Gegend sind so schön da. Es ist langsam so weit gekommen, dass die letzten 3 oder 4 Reisen hinüber habe ich wirklich Heimweh fürs Ennstal. Dass ich nie geglaubt habe, ich komme bei einem herrlichen, wirklich wunderschönen Platz drüben. Aber so ist es passiert, ja. Es ist aber im Gesamt, es ist schon sehr, ein sehr faszinierender Platz, ein mystischer Platz. Das ist der Isbury Good auf jeden Fall. Und halb zu Hause. Musik